Damen, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Mansi kocht, Mansi im Kochendienst, Kochdienst mit Mansi, wie auch immer. Ich habe mir heute wieder was überlegt, das haben wir schon mal gemacht. Problem an der Sache ist, es hat bloß nicht geschmeckt. Und zwar sind das Teigtaschen bzw. Käsetaschen oder was auch immer. Ich muss wieder dazu sagen, das ist mein einziges Packing Essen, was ich noch zu Hause habe. Deswegen muss das Essen jetzt gelingen. Wir haben hier passierte Tomaten, wir haben Wienerchen, wir haben eine Paprika, wir haben Ei, wir haben junge Erbsen, Käse, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Basilikum, das soll dann oben mal so ein bisschen drauf gestreut werden. Und den Teig, naja, wir wollen ja ehrlich sein, es soll ja schmecken. Es ist Blätterteig, frischer Blätterteig von Marke 0XY. Den müssen wir dann noch ausrollen, müssen wir mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. So, als erstes würde ich sagen, machen wir die wunderschönen passierten Tomaten auf. Natürlich so, wie es ein Künstler macht. Immer schön. Geil, wie das Scheiße. Ich weiß bloß nicht, sind passierte Tomaten eigentlich richtig für eine Pizza? Ich teile dir das Leib in zwei Hälften auf. Ah! Stör! So, ich würde mal sagen, das Niveau des heutigen Abends ist schon mal erreicht und mehr steil können wir es nicht. Das sind die passierten Tomaten. Und hier so ein bisschen Salz rein, damit es ein bisschen überhaupt gewürzt ist. Es soll ein bisschen Pfeffer rein. Und ich überlege gerade, den Basilikum können wir, glaube ich, jetzt schon reinkloppen. Die Sache ist, ich werde das so jetzt nicht ausprobieren, weil ich einfach Respekt habe vor dem Essen. Aber wir versuchen das erstmal runterzurühren hier. Na gut, einmal probieren tun wir es doch mal, sicher. Es muss ein bisschen gewürzt werden. Ein kleines bisschen nachgewürzt werden. Scheiße! Ich hoffe, der Test überdeckt das ein bisschen. Es ist doch jetzt eine Pfeffersoße hier. Naja, man muss sagen, es schmeckt nach gewürzt. Aber so richtig gewürzt. Weiß ich nicht. Hier rein. Jetzt kommt das Gewürz raus. So, werden wir es noch ein kleines bisschen kleiner schneiden. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das klappt, aber ich glaube mal, es sieht schon mal gut aus. Ich finde das bei anderen Sachen, finde ich das richtig gut, wenn man so schneidet hier alles auf den Haufen und dann... Aber bei Wienern ist das so eine Geschichte, da muss man schon schneiden, anstatt nur zu drücken, sonst kommt man nie durch die Scheiße durch. Ich bin bloß gerade am überlegen, ob man das nicht nach und nach so irgendwie versucht dann drauf zu machen oder ob man das jetzt gleich hier runter mischt. Weil sonst könnte es bestimmt gut möglich sein, dass man dann irgendwie doch kein Fleisch mehr reinbekommt. Oder irgendwie doch ein bisschen Fleisch reinbekommen oder ein bisschen zu viel Fleisch reinbekommen. Aber wir werden es probieren, wir werden das hier reinschnibbeln, wir werden das doch hier runtermischen und gucken, wo wir rauskommen am Ende. Dann suchen wir uns eben die Stückchen raus und gut ist, dann wird das schon klappen. Jetzt kommt natürlich die Paprika. Ich glaube, die muss man hier eindrücken. Und dann das Innere rausholen. Noch einmal die totale Teilung. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das ganze teilen. Abgewaschen habe ich das. Also, wenn man es nicht sieht, es ist komplett nass. Und wenn es nicht sauer sieht, tut man leid. Das hier kann man zum Beispiel wieder so richtig gut kleinschneiden, finde ich. Jetzt kann man dann alles auf den Haufen hauen und... Ich habe mich geschimpft, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Weiter geht's. So, die erste Paprika ein kleines bisschen klein geschnitten. Viel klein habe ich das nicht reingemacht. So, die erste Paprika klein geschnitten und die kommt jetzt hier rein. Viel habe ich jetzt noch nicht klein gemacht, weil wir müssen erstmal gucken, wie das hier denn auf die Masse aussieht. Wenn man das so untermischt. Ich würde mal sagen, wir hauen erstmal noch die Zwiebel rein. Und den Mais noch. Die Zwiebel erstmal. Zwiebel finde ich passt irgendwie, das muss irgendwie mit rein. Vor allem wenn man jemanden hat, der irgendwie kommt, mit isst, wenn man keine Freunde hat, von Anfang zu weinen. Als Zwiebel frage ich mich immer, wie schneidet man die am besten?
Das ist, die erste Lage so irgendwie runter. Ja, dann haust du die erste Lage runter, dann kommen die nächsten zwei Lagen runter. Aus die ersten nächsten zwei Lagen runter, kommen die nächsten zwei. Aber ich glaube, jetzt sieht das ziemlich gut aus. Ich habe das ziemlich gut gemacht diesmal. Oh, ich freue mich. So, aber hier kommt keine ganze Zwiebel rein. Wenn überhaupt eine halbe Zwiebel. Und jetzt noch mit Pimen. So. Und das haben wir dann auch so nach und nach gemacht. Wieder kleine, würde ich sagen. Aber die Zwiebeln, ich weiß gar nicht, Zwiebeln, wenn man nicht weint, sind die, glaube ich, alt. Wenn ich so mir angucke, ich wollte schon zwei Zwiebeln, kaufen. Eine scheint doch ein bisschen wink, also wenig zu sein. Ich weiß nicht, es kommt mir ziemlich wenig vor für zwei. Eine, gut, das war auch nur eine kleine Zwiebel, aber... Ja, jetzt geht's los, Leute. Oh, ich sterbe. Jetzt doch zum Ende hin. Oh, gut. Wir hauen die Zwiebeln jetzt rein. Keine Ahnung, was das zu viel, zu wenig, genug oder sonst was ist. Aber man muss sagen, es wird hier immer voller und sieht verrückter aus. Jetzt kommt sogar noch der Mais rein. So, die große Frage ist natürlich, wie viel Mais hauen wir jetzt rein? Weil ich finde, es ist sowieso eine sehr große Packung. Hier haue ich auch nicht alles am Mais rein. Mais soll ja auch nicht überwiegen. Eigentlich soll ja das Fleisch theoretisch überwiegen. Aber wenn ich mir das so angucke, das ist eine feste Masse langsam hier geworden. Und ich bestelle es zum 5. Ich weiß nicht, was das denn sein soll. Es wäre schöner, wenn es ein bisschen fester wäre. Und ein bisschen Mais werden wir noch reinhauen. Wir sind ja nicht ganz so geizig hier. So. Paprika. Das ich ja persönlich lieber als Mais. Ich werde hier mal so machen. Ich muss sagen, wenn ich das Essen sehe, kriege ich wirklich schon Hunger. Das sieht gut aus. Das freut mich jetzt schon, wenn ich das hier schön in meinem Haus stoppen kann. So, ein bisschen Paprika noch klein geschnitten, ein bisschen grobkörnig. Aber es passt schon. So, ich sagen, haben wir eigentlich alles drin. Jetzt können wir den Ofen schon mal vorheizen. Denn jetzt kommt die Sache, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe jetzt mal lieber ein Brett noch geholt, obwohl ich glaube ich auf dem anderen Brett ziemlich gut klar gekommen wäre. Ich weiß nicht, wie bearbeitet man das jetzt so. Also das ist der Blätterteig hier. Blätterteig ist eigentlich nur Teig, der, soweit ich weiß, mehrmals gerollt ist und dann dadurch aufgeht, weil die Luft oder Wasser eingeschlossen ist und irgendwie so. Wir gucken mal kurz, wie groß das jetzt insgesamt ist. Ich konnte mir nämlich auch beim Einkaufen nichts vorstellen. Ja, ganz so groß ist es doch nicht, wie ich dachte. Wir werden uns mal hier so ein Stück rausschneiden. Nehmen wir hier so geradeaus durch. Und einmal so, ja. Wir werden uns das hier mal nehmen. Ich hab Bock, es zu fressen, echt jetzt. Die Frage ist bloß, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich glaube, ich werde erst die Teile schneiden jetzt. Lege erstmal hier ein paar noch drauf und werden sie dann gleich bearbeiten. So, jetzt haben wir hier unsere Grundlage, sage ich jetzt mal mit. Wir werden jetzt probieren, hier was zu nehmen. Hier so drauf. Das Ganze irgendwie so hier zuklappen. Geht das? Läuft die Schose schon raus? Soll es eigentlich nicht machen. Und hier soll es ein bisschen zugehen noch. Das ist jetzt ein Viereck. Das ist mir jetzt erstmal egal. Und das machen wir jetzt erstmal noch den Dingern auch noch. So Leute, ihr könnt sehen, ich bin eigentlich so gut wie fertig jetzt mit der Schose hier. Es gibt natürlich noch die Sache Käse. Ich wollte eigentlich Käse überbacken haben. Jetzt fällt mir noch was ein.
Hier werden wir mal den Käse reinmachen. Hier werden wir mal Käse reinmachen. Vielleicht werden wir auch hier vorne, wo er zugemacht wird, so ein bisschen Käse reinmachen, so ringsherum. Oder wer weiß, ob das vielleicht schon zu wenig, zu viel ist. Ja, sieht gut aus. Dann machen wir das hier im letzten noch zu. Der ist ziemlich gut gefüllt, muss man schon sagen. Und so klappt man den hier um, falls das zugeht überhaupt. Und dann wurde mir geschrieben, mit Ei bestreichen. Es geht auch mit Wasser, theoretisch. Das muss nämlich hier ordentlich zugemacht werden, sonst klappt das nämlich nicht. Die hier sind ja ordentlich zu. Der ist auch noch ordentlich zu. Und jetzt werden wir ein paar mit Ei machen und ein paar ohne Ei. Und ich würde mal sagen, wenn das Ei noch gut ist, also das Ei liegt glaube ich schon gefühlte 3 Jahre bei mir drinnen im Kühlschrank, deswegen würde ich sagen, es ist glaube ich noch ziemlich gut. Wird uns noch schmecken wie verrückt. Ich habe hier auch noch ein Stückchen Teig daneben, ihr seht es ja bestimmt. Und das ist ja, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das Ei ist gut. Bei mir riecht alles nur noch nach Pfeffer. So, wir werden das Ei noch klein machen. Ich weiß nämlich nicht, ich habe nämlich keinen Pinsel hier. Wir werden das jetzt versuchen, ohne Pinsel irgendwie hier so zu bestreichen. Das sieht erstmal schon mal okay aus, würde ich sagen. Freut mich erstmal, dass es okay aussieht. Wenn es uns auch so noch schmeckt, wie es aussieht, dann freue ich mich noch mehr. Die würde ich sagen, machen wir mal mit Ei. Machen eins, was offen ist, mit Ei noch. Weil das Ei läuft ja auch noch rein. Vielleicht ist ja auch noch so ein, ich sage jetzt mal, Art Geschmacksverstärkungsextrakt noch dabei. Das hier werden wir noch so machen. So, und dann haben wir ja noch das hier. Das ist unser Probestück. Wie schmeckt es ohne und wie schmeckt es mit? Das werden wir hier einfach mal so ein bisschen durchteilen. Das legen wir mal hier so hin. Das legen wir hier hin. Und ich würde mal sagen, das Kleine werden wir hier noch mit Ei noch ein bisschen bedecken. Das ist ja bei mir schon bedecken und kein Bestreichen mehr. So. Gut aus. Freue ich mich. Sehr lecker, sehr appetitlich. So, und die werden wir jetzt ganz appetitlich hier so schön mit Wasser bespritzen. So. Den hier noch. So. Ich glaube, das ist bloß, damit sie nicht trocken werden, habe ich das Gefühl. Das ist der einzige Grund daran. So. Sieht gut aus. Jetzt kommt noch der Käse. Ich würde mal sagen, dafür ist es ein überbackenes etwas sein soll, ist natürlich der Käse wichtig. So, meine Damen und Herren, ihr seid etwas näher jetzt ran. Die Timeline ist vorbei. Das Essen ist noch nicht ganz fertig. Also ich habe hier es bröckelt zwar schon leicht, ist aber noch nie richtig braun. Ich habe aber langsam Hunger. Und die Timelapse ist auch sowieso zu lang. Und deswegen, das wird ein Weich bestimmt dauern, dadurch, dass ja hier drin diese Feuchtigkeit ist. Also ich muss sagen, für den ersten Bissen ist es schon ganz okay. Aber man merkt schon beim Schneiden. Wir haben jetzt noch nie so richtig ein Stück gegessen mit allem möglichen drauf. Wir haben jetzt hier ein Stückchen. Hier ist ein bisschen mehr drauf. Also, hier sehe ich Paprika, hier sehe ich auch Würstchen und ich sehe auch den Mais. Zwiebel sehe ich auch sogar. Und das dampft wie verrückt. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber es dampft wie verrückt. Pfeffer war doch zu viel. Es war halt viel zu viel Pfeffer. Ich würde mal sagen, trotzdem ist es geil, schmeckt schon gut. Wie die Großtasche ist und sowas, das werdet ihr nicht wissen, weil die brauchen noch ein Weilchen, obwohl sie langsam anfängt schwarz zu werden. Ach, das war's, ich drehe die ab. Restwärme benutzen. Leute, kleiner Anhang doch noch, ich habe den rausgeholt. So sieht er aus. Ach, riechen, naja, ist so ein Mittelding. Jetzt muss ich den mal so hochhalten, noch ein bisschen. Mit da meine Reaktion. Und das Ding. Ihr seht zuerst.
ist hohl. Ich hoffe, es reicht. Aber man sieht, das ist der Käse, glaube ich. Und der Rest hat sich runtergedrückt. Ich glaube, das wird genial. Also ich habe gemerkt, eindeutig zu viel Pfeffer, aber sonst eindeutig geil. Es schmeckt. Das ist ein guter Abendbrot. Gutes Abendbrot. Wie gesagt, der Pfeffer stört zwar. Aber Leute, so kann man noch die Runde beenden. Leute, wir sehen uns nächstes Mal, wenn sie kochen. Oder, bis zum nächsten Mal. Ciao.